Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Civ 6 Hellas Spiel. Ich bin euer lieber Odo und wir sind im Jahr 1220 nach Christus. Keine Ahnung. Ich überlege gerade, was für Truppen wir haben, ob wir zeitmäßig recht schön sind. Ich glaube, wir sind recht gut gelegen. Wir haben Musketiereinheiten, die wir produzieren können. Wir erforschen gerade Kanonen. Humanismus erforschen wir auch gerade. 1220 war jetzt nicht so bekannt für den Humanismus zu der Zeit. Aber gut. Wir spielen auf möglichst viel Geld, Händler und Kultur, weil wir wollen einen Kultursieg erringen. Ich bin ein großer Freund von Kultursiegen und ähnlichem. Wir haben bereits zwei große Werke, die in Athen im Amphitheater sind. Ich fächele mir Luft zu in der Träne. Geh weg. Im Palast können wir... da können wir nur Literaturwerke. Im Palast können wir alles hinstellen. Okay, verstehe. Wir brauchen mehr Werkplätze auf jeden Fall. Weil ich habe vor, noch viel, viel mehr Werke zu haben. Das heißt, wir brauchen noch Amphitheater und ähnliches. Gut, machen wir weiter einfach. Schauen wir mal. Wir bauen auch unsere Städte aus. Ich habe auch vor, jetzt Truppen zu nehmen und dann nach Australien zu schicken, um Australien aufzuräumen und dort die eine oder andere Stadt noch hinzubauen. Das würde irgendwie Sinn machen. Die sich mit einer beeindruckenden Schreibung gegeben. Ihr habt ja Gegner stehen sehr von Gandhi erfüllt. Finde ich gut. Ich weiß jetzt nicht genau, warum ich das verdient habe, dieses Vertrauen, aber nehme ich an. Genau, ich wollte auch schauen, ob ich diesen Typen da oben, den hier, den kann ich aufrufen. So, meine liebe Quadrimere, du bist fertig. Finde ich gut. Mit Heilung und ähnlichem. So, jetzt, was machen wir mit denen? Wir könnten unsere Pazifikflotte suchen mit den beiden Schiffen. Die könnten natürlich auch hier irgendwo bleiben. Die Quadrimere könnte auch den Angriff auf Australien in irgendeiner Form bestätigen, weiß ich nicht, wie man es nennen will, weil immerhin kann die schießen. Ich habe die Quest in Stadtstadt Banda Brunei abgeschlossen. Was für eine war das? Ich weiß es nicht. Aber Banda Brunei bietet uns Geld in der Hauptstadt. Finde ich gut. Was ist denn das Spezialding von denen? Plus ein Gold für jeden Handelsweg. Was? Eure Handelsposten in fremden Städten bieten plus ein Gold für eure Handelswege, die in die Stadt hinein oder hindurch führen. Oh, auch hindurch. Finde ich gut. Naja, das wäre ein Stadtstaat für mich. Gandhi hat da derzeit 4. Naja, nur ein bisschen mehr investieren dort. Zurzeit investieren wir ja eher in Kumasi, weil das bringt uns Kultur und der hat auch eine super Fähigkeit, soweit ich mich entsinnen kann. Handelswege zu allen Stadtstaaten bieten plus 2. Ja, genau. Und da ich Handelswege gerne zu Stadtstaaten mache, machen wir das so. Was brauchen Kumasi? Achso, die wollen religiöse Bekehrung. Das können wir gleich wieder vergessen. Da sind wir urschlecht, was Religion betrifft. Na gut. So, Händler. Na, da haben wir gleich einmal einen Händler. Longxi. Achitatum hat noch keinen. Wo ist denn Achitatum überhaupt? Schaut aber gut aus. Und da ist Achetaton. Was ist mit Ifnve? Da geht das Ding nicht durch.
in Zanzibar haben wir schon Handel. Edfu. Ist das mit Edfu? Kommen wir dort auch hin? Müsste eigentlich schon hin. Oh, 2,7. Aber dafür kein Glauben wie in Acheton. Achetaton. Machen wir mal Achetaton. Oder? Machen wir dort mal einen Handelsposten rein. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass du meine Region annimmt, etwas größer. So, jetzt haben wir 8 Handelswege. Gut. Da bauen wir jetzt mal ein Sägewerk, haben wir gesagt. Und daneben das holzen wir einfach ab. Ist das Nanmadol? Was auch immer Nanmadol ist. Ein Heurike für das Ra-Siegel auslösen. Schauen wir mal. Was brauchen wir fürs Ra-Segel? Na, falsch. Wo wollen wir her? Ich würde mal sagen, das Ra-Segel macht unsere Schiffe schneller. Ach Gott. Und da ist das Ra-Segel. Besiegt eine Einheit mit einem Musketier. Das wird noch dauern. Ist es aber auf jeden Fall wert, weil das ist eine kulturelle. Die bringt uns Kultur. Sie wird noch von niemandem beeinflusst. Was? Das kann nicht sein. Entweder haben wir sie als erste entdeckt und müssten wir einen Dings kriegen. Einen Gesandten. Richtig. Es wäre schön gewesen, wenn wir den als erstes entdeckt hätten. Haben wir wahrscheinlich sogar. Ich weiß nicht genau, aber vielleicht ist das in der Dings. In der Renaissance dann immer mehr so. So, was haben wir da für einen einzigartigen Bonus? Eure Bezirke an oder neben Küstengeländefeldern bieten plus 2 Kultur. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Den wollen wir auch haben. Das bringt ja Unmengen an Kultur. So, Argos. Was bauen wir in Argos? Wir bauen in Argos am besten Schiffswerft. Nö. Eine Arena. Distriktgebiet, Aquädukt. Nö. Akropolis. Akropolis wäre natürlich auch schön. Wir könnten ein Wunder bauen. Hagia Sophia bzw. das Kolosseum. Was macht das Kolosseum? Plus 2 Kultur, plus 3 Annehmlichkeit durch Unterhaltung. Vom Kolosseum gewährte Kultur und Annehmlichkeiten werden auf alle Stadtzentren innerhalb von 6 Geländefeldern ausgedehnt. Das ist natürlich problematisch. Innerhalb von 6 Feldern. Das heißt, es würde auch Athen treffen. Und wenn wir es da im Norden bauen, würde es in Wirklichkeit wahrscheinlich auch Eritrea und Dings. Wenn wir es da zum. Ah, warte mal, können wir das aber da bauen? Wo können wir denn das nur hinbauen? Nur auf das Steinfeld? Ach, das ist so ein gutes Feld. Wenn wir das auf das Steinfeld bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na klar, Eritrea ist genau nicht drinnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Korinth auch nicht. Hahaha. Aber Athen schon da. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Athen wäre drinnen. Sag ich dann nur. Na okay. Vergessen wir das. Dafür ist das einfach zu teuer. Hm.
bla 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 bla. Akropolis, wir können eine Akropolis bauen. Wo können wir denn die hinbauen? Oh, nur da hier. Wir könnten eine Schiffswerft bauen. Und anfangen, Schippernakeln zu bauen, wie die Blöden. Oder ein Lager in die Wüste da vielleicht. Lager in die Wüste ist nicht schlecht. Die Wüste ist nicht schlecht, weil das den Platz können wir für nichts brauchen sonst. Und dann machen wir dort Truppi die ganze Zeit. Okay. Wir haben schon 10 Minuten um und eigentlich erst einen Zug gemacht. Das dauert urlang, wenn ich spiele. Einmal Rom ist auch eine Handelsföderation. Kann das sein? Man sollte nur uns echt melden. Oder auch nicht, weil sie. So, du schanzt dich hier mal auf dem Lager. Fast weiter in die Richtung. Ja, ich weiß. All diese Städte brauchen Annehmlichkeiten und Wohnraum. Was soll ich tun? Du gehst auch in die Richtung. Zumindest die Schiffe sind halbwegs schnell. So, dann haben wir gesagt, das fehlen wir. Den können wir nicht angreifen, weil wir da nicht rein dürfen. Wir können denen gar nicht helfen. Ist das Hawaii? Ich glaube nicht. Da müsste heute im Norden sein, oder? Wir werden jetzt gleich Amerika entdecken, allerdings von der falschen Seite her. Entdeckt auf jeden Fall. Ja, das wird schon Amerika sein. Das wird schon Hawaii sein da. Ich habe keine Ahnung, was Namadol ist. Ach nein, das kann nicht Hawaii sein. Wenn da Dings, wenn da Japan ist und das ist Japan. Ist das viel zu weit im Süden? Sehr Tahiti oder so irgendwas. Ist das vielleicht dabei? Who knows? Weiß ich nicht. Was ist das für ein Apostel? Was macht denn der da? Der soll weggehen. Idiotische Religion. So, in Argos können wir noch einen Weg gehen. Können wir nach Namadol? Das wäre natürlich cool. Das ist nämlich ziemlich weit weg und das gibt sicher viel, viel Geld. Nein, Namadol geht nicht. Bandar Brunei geht. Hongkong geht. Uns auch Produktion.
Sansibar geht auch, aber Sansibar gehe ich eh schon hin mit einem. Die zwei Produktionen sind natürlich tempting, könnte man sagen. Bei waren wir noch nicht. Bietet uns Religion. Oh ja, was soll's. Wir haben eine heilige Stadt. Ich hoffe nicht, dass das problematisch ist mit der heiligen Stadt. Machen wir mal Mumbai. Dann haben wir da nämlich auch noch ein Lager. Dann ist Hongkong noch lohnender. So, da haben wir gesagt, fehlen wir mal, bringen 101 Produktion. Sehr gut. Yep, ich würde sagen, das ist dabei. Wir haben Hawaii entdeckt. Sollte da nicht ein Vulkan sein? Bin ich auch nicht so schlecht. Wir müssen schneller produzieren. Wir produzieren so langsam. Andererseits, ich habe so viel Geld, ich kann meine Sachen ja auch kaufen in Wirklichkeit. Mache ich eh immer wieder, aber es kostet alles so viel. Ein Wunder ist gebaut worden. Kitchen Itza. Die vier Merkmale des Humanismus sind Neugier, ein freier Geist, der Glaube an guten Geschmack und der Glaube an die menschliche Spezies. Ah, und da haben wir jetzt den großen Ingenieur. Den wollen wir ja machen, haben wir gesagt. Genau, das heißt, wir werden den Hafenbezirk rauswerfen. Den Ingenieur haben wir rein. Warte mal, nur ein Joker. Neues, nein. Genau, Lagerbezirke und deren Gebäude sind zurzeit billiger. Deswegen bringt es noch mehr, dass wir das Lager dort unten gebaut haben. Die kommen da, um noch mehr Städte von Delhi, also von dem wahnsinnigen Gandhi zu erobern. Finde ich nicht richtig. Ich überlege gerade, in den Krieg einzusteigen und diese Kanone da zu zerschießen. Einfach nur, weil ich es kann. So, okay, du gehst da die Küste entlang rauf und wir treffen uns dann quasi an der Küste Amerikas, von der wir natürlich nicht wissen, dass sie existiert. So. Wir haben gleich die Küste Amerikas entdeckt. Oh, und wir haben jemanden gefunden. Den Amerikaner. Willkommen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Solange ihr euch angemessen benehmt, könnt ihr euch auf unsere Freundschaft zählen. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Wir haben eine Stadt in der Nähe. Habt ihr Interesse an einem Besuch? Aber ja klar. Zurück hier, Los Angeles. Sogar fast an der richtigen Stelle. Nicht schlecht. Ich habe Teddy Roosevelt vom amerikanischen Reich getroffen. Interessant, warum gerade Roosevelt? Ich meine,
schon ein wichtiger Präsident, aber so herausragend fand ich jetzt seine Leistung auch nicht. So. Im Norden treffen wir mit der anderen Flotte dann zusammen. Gut, dann haben wir gesagt, da machen wir einen Fischabbau. Und da bauen wir vielleicht noch ein Lager hin dann. Irgendwann einmal. Ich weiß jetzt im Übrigen auch, warum diese Leute immer diese Zeichen machen in ihren Let's Plays. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich wollte da oben irgendwas machen. Ah ja, stimmt. Den Zimbabwe-Markt wollte ich da machen. Weil da sind nämlich die Schafe daneben. Oh, kann eine größere Persönlichkeit rekrutieren. Noch einen Schriftsteller. Finde ich gut. Allerdings haben wir keinen Platz. So, ein Werk können wir natürlich da lassen. Und das zweite könnten wir in Mykene. Mykene hat da ein. Warte mal. Wie kann man denn sehen, was die alles haben? Ja. Und wir haben eine Akropolis. Gut, also wir haben noch kein Amphitheater. Können wir das Amphitheater einfach reinkaufen? Kostet 500. So, Freund. Jetzt wirst du darüber latschen. Oh Gott, das wird ein langer Weg. Nein, 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 du bist ein Idiot. Ich glaube, ich kann dich ja versetzen. Ich bin so ein Depp. Bitte daher wieder. Man kann ja von Stadt zu Stadt teleportieren, diese Dinger, das habe ich ganz vergessen. So, dann. Vielleicht könnte er sogar hier in der Stadt sein Werk machen und ich kann das Werk rüber teleportieren. Schauen wir mal. Und da ist die Medici gestorben. Wir könnten diplomatischen Dienst machen. Da können wir Rückeroberung, da können wir verschiedene Kriege erklären. Dauerhafte Botschaft können wir auch machen. Und was ist das? Plus 50% Produktion für Spione. Spionagemissionen enden 25% schneller. Hm. Ermöglicht die Ausbildung einer Spioneinheit. Klingt gut. Oder machen wir Freibeuter? Dreieckshandel. Wir erhalten plus 1 Produktion und plus 1 Nahrung. Auch nicht schlecht. Ja, machen wir den diplomatischen Dienst. Habt 6 Städte mit eurer Religion. Wow. Das will man nie haben. Ich bin froh, dass wir 2 haben. Warte. Das ist natürlich blöd. Wird der da weggehen von dort? Das wäre natürlich gut. Weil in Wirklichkeit will ich dort die Stadt bauen. Vielleicht hätte ich irgendeine Truppe mitschicken sollen, ich Idiot. Naja. Was soll's. Also, da das chinesische Meer entlang, oder das japanische Meer, je nachdem.
wen man befragt. So, du. Jetzt mal da auf. Wird es ja wohl nicht mehr allzu viele Barbaren geben. Außer die Amerikaner halt. Wir haben Cincinnati gefunden. Okay, Los Angeles müsste hier sein und da wo Cincinnati ist, müsste San Francisco sein. Nehme ich mal an, oder Seattle. Gut, dann machen wir da mal Netze. Tut. Was ist das? Mhm. So, jetzt schauen wir da runter und schauen, ob unser Dings, unser Siedler gleich einmal gekillt wird von dem Speer. Das ist nämlich etwas, was ich nicht weiß, ob das passiert. Indien handelt mit Rom. Naja. Das ist jetzt nicht wirklich so der Burner. Wir haben 33 Tourismus. Erst nun formt er den Schild, den ungeheuren und starken. Drauf zwei Städt auch schuf er. Okay. Wäre gescheit gewesen, wir wären hierher gegangen, weil dann hätten wir nämlich da landen können. Da hätte er zwar rüber können zu uns, aber uns nicht gleich angreifen können. Das machen wir. Wir gehen hierher, hoffen, dass er dort weggeht. Da ist ein Handwerker, den hätte ich gern. Ich hätte irgendwelche Truppen auch mitschicken sollen in diese Richtung. So, du gehst bitte nach McKinney. Wir sind schon bei Alaska oben. Das ist klein alles. Ich finde das so super. Der hat auf seinem depperten Kontinent noch nicht einmal alles erforscht. Ich wette, ich finde dort auch irgendwelche Barbaren. Ich brauche irgendwie noch Speer oder so irgendwas. So, Forschung, was machen wir als nächstes? Metallguss haben wir. Ich könnte mal Astronomie machen. Wohin geht denn die Astronomie? Zur Wissenschaftstheorie. Machen wir mal Astronomie mal. Das Haarsegel lassen wir mal aus für eine Weile. Schauen wir mal, ob wir das nicht hinkriegen würden. Und mal, bevor wir irgendwas machen, kann ich die auch erdecken? Ja, kann ich nicht. Schade. Aber es gibt hier ja schon Straßen. Und durch China darf ich ja durchgehen, scheint's. Mit dem darüber gehen. Hey, das ist auch fast fertig. Gut. Und wir haben 30 Minuten, das heißt, wir werden für heute aufhören und das nächste Mal werden wir ein Wunder fertig gebaut haben und wieder ein schönes Wundervideo sehen. Yay! Huai Teocalli, was auch immer Huai Teocalli war. Ich würde sagen, das war die schwimmende Stadt von
Sind noch Titlern oder so irgendwie von den Azteken? Kann das sein? Dabei bin ich gar kein Aztek, aber die Azteken spielen nicht mit, also so gesehen ist nicht so schlimm. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes, meine Lieben. Bis dann.